Man sagt, dass der Abyss, den man nicht einmal mit der Finsternis vergleichen kann, für die Abenteurer, die sich dort hineinbegeben, alles bereithält. Ein Leben in Segen, ein Leben im Fluch oder auch den Tod. Was genau einen am Ende erwartet, wird durch den Willen der Unterwelt entschieden. Oder den Willen des Abenteurers, der sich tapfer diesem Abgrund stellt. Kannst du dich noch erinnern, Rek? So hat unser Abenteuer begonnen. Ich möchte Erfahrung in der Tiefe des Abyss sammeln und schnell eine Weißpfeife werden, um in die Fußstapfen meiner Mutter zu treten. Ich begleite dich. Ich will endlich wissen, was ich bin. Bin ich ein Roboter? Oder vielleicht ein Relikt? Meisterin, Meisterin! Da kommt jemand! Es ist also doch noch am Leben, dieses Girl. Tja, ich bin Nanachi. Ich bin, wie ihr Höhlentaucher sagen würdet, ein Schatten. Also, was steht denn da? Ich warte auf dich am Grunde der Unterwelt.